Es ist so früh. Wir haben jetzt 3 Uhr. Daher ich mitten im Ramadan bin und nur zu einer bestimmten Zeit essen und trinken kann. Was es für mich bedeutet, in so einer schwierigen Corona-Zeit, erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dran. Der Ramadan ist einer der 5 Säulen des muslimischen Glaubens. Neben der Almosenabgabe, dem täglichen Gebet, dem Glaubensbekenntnis und der Pilgerfahrt nach Mekka ist er sehr wichtig für uns. In der Fastenzeit geht es um Selbstdisziplin und darum, sich besonders mit seinem Glauben zu beschäftigen. Das, was ich jetzt gerade mache, nennt man Sahur. Das bedeutet, dass ich die letzte Mahlzeit vor Sonnenaufgang zu mir nehme. Denn von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang muss gefastet werden. Das Zähneputzen ist natürlich auch wichtig. Deswegen mache ich es jetzt ganz schnell, bevor die Sonne aufgeht. Denn nachdem die Sonne aufgegangen ist, darf kein Wasser mehr in meinen Körper rein, weil ich sonst das Fasten brechen würde. Viele Menschen glauben, dass man nur mit dem Magen fastet. Aber man soll mit allem fasten. Das bedeutet, man lügt nicht, man klaut nicht, man lästert nicht über andere und man schaut den Frauen und Männern nicht hinterher. Der Ramadan ist immer im 9. Monat des islamischen Kalenders. Da dieser 10 Tage weniger hat, verschiebt er sich jedes Mal um diese Tage. Insgesamt fastet man 29 bis 30 Tage. Sport ist erlaubt, man soll aber nicht an seine Grenzen gehen. Da der Ramadan dieses Jahr in dem warmen Frühling fällt und man ja auch tagsüber nichts trinken kann. Die Shisha bleibt über diese Zeit auch im Schrank. Denn Rauchen ist ein Genussmittel, auf dem man in dieser Zeit verzichten sollte. Fasten sollen eigentlich alle Muslimen, aber Ältere und Kranke sowie Schwangere und Kinder müssen nicht fasten. Wenn der Ramadan in den Sommer fällt, kann das ganz schön gefährlich werden, wenn man den ganzen Tag über eben nichts trinkt. Da ich wegen Corona nicht zur Arbeit gehen kann, arbeite ich zurzeit in Homeoffice, schreibe Konzepte und tausche mich per Videokonferenz mit meinen Kollegen vom Social Media Team aus. Ich genieße momentan das Wetter und bin viel im Garten und kümmere mich um die Peperoni, die ich jetzt mal gießen werde. Die sollen alle in den Strebergarten, wenn sie mal größer sind. Aufgrund der Corona-Krise kann man leider keinen Kontakt zu Familienmitgliedern haben, wie es sonst zu Ramadan üblich ist. Gerade zu Iftar, dem Fastenbrechen, trifft man sich normalerweise im größeren Familienkreis und isst gemeinsam. Dies ist leider im Moment nicht möglich. Man beginnt Iftar normalerweise mit Datteln und ein Schluck Wasser. Dann spricht man ein Gebet aus und dann wird richtig reingehauen. Nach dem Essen fährt man in die Moschee und betet Tarawih. Das Ende des Ramadans feiert man mit dem Zuckerfest. Das ist ein Fest, wo die ganze Familie zusammensitzt und isst. Ja, das war jetzt das Ramadan-Video. Am Ende ist mein großer Bruder und seine Ehefrau gekommen. Was mich auf jeden Fall gefreut hat. Ja, falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert uns und falls ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt hier, da seht ihr den Philipp, wie er von sich erzählt, was er so erlebt hat. Das war's dann. Ciao!